Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Neta. Mit Peter und Delfino. Und, genau, und mich, Delfino. Jo, und den Gast. Den Gast. Den wir nicht treffen. Okay, der ist jetzt. Jetzt ist er gestorben. Wer schießt hier? Ach du. Das war ich hatte noch einen Pfeil drinnen. Okay. Dann ab nach oben, würde ich sagen. Yep. Wir sind ja immer noch auf dem Weg. Genau. In. Ja, wo wir ins gelobte Land, nein. Ins gelobte Land, ja. So, Westen. Westen ist da. Also hier einfach durchbuddeln, würde ich sagen. Ja, wir wollen einfach nach Westen. In den goldenen Westen. Richtig. Wo es Lehm und nochmal Lehm geben soll. Genau, ich bin mal gespannt, wo wir denn dorthin kommen. Ja, wir wollen ja die goldenen Tafelberge finden mal wieder. Die Frage ist, wie kommen wir wieder zurück? Mit der Pegasus. Und sie Pegasus abholt? Ach, schon durchaus möglich. Ich glaube schon. Wenn wir laut genug rufen. Gut, ja. Bin ja mal gespannt. Ich auch. Wo wir rauskommen. Aha. Ah, ja. Zumindest nicht ganz falsch. Nö. War auch nicht ganz so gut. Ja. Ja. Da hast du recht. Das Problem ist, da geht's runter, aber drüben geht's wieder hoch. Wir könnten hier hinten runter. Glaube ich aber nur. Ja, schauen wir mal. Hier vielleicht? Und hopp. Und au. Es wäre eine Schande, wenn ich den jetzt hier liegen lassen würde. Der stinkt. Der gute Kloston. Der gute Kloston. Genau. Der direkt vor unsere Füße liegt. Wir wollten eigentlich nichts mitnehmen, aber es war zu offensichtlich. Ja. Er hat gerufen, nimm mich mit. Ich will verbaut werden. Genau. Ich hab Angst hier im Neta, also ganz allein. Ich bin von der neuen Generation los. Genau, ich leuchte auch viel länger und viel heller. Genau, und viel billiger. Genau. So, okay, weiter Richtung Westen. Westen, genau. So, gucken, was kann ich hier mal wegschmeißen? Sowas hier weg. Ah, ich höre schon wieder wem. Ja, da hinten. Ah, da, ich sehe ihn auch schon. Naja. Solange er mir nicht auf den Keks geht, kann er machen, was er will. Ja, der ist ganz oben, wir sind ganz unten. Muss schon viel passieren, dass der uns. So. Jetzt habe ich hier erstmal die Lava gestoppt. Damit wir durchkommen. Und können wir weiter Richtung Westen. Genau, Westen. Und wir rennen unermüdlich. Ah, diesmal nehme ich nicht. Ach doch, komm, ein bisschen nehme ich mit. Ja, das ist doch wieder so ein offensichtlicher. Und dabei eh viel mit Glowstone arbeiten. Genau. Delfino passt auf, sehr schön. Yep. Ja, Delfino, erzähl mal was. Ein Schlag aus deiner Jugend oder so. Das ist jetzt etwas sehr spontan, ey. Oder spannende Themen, die demnächst anstehen bei dir in der Drachenwacht. Dann muss ich mein Zukunfts-Ich fragen. Frag mal dein Zukunfts-Ich. So, anstehen tut ja vieles. Zum Beispiel? Ja, alles. Weitere halt die alten, neuen, immer noch Baustellen. Okay. Hafen, Bahnhof, ja. Eins solltest du mal fertigstellen. Es ist übrigens ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn du Dinge fertigstellst. Das stimmt. So, weiter Richtung Westen. Das ist richtig, ja. Dann, genau, Formel Schweins ist auch immer ein Thema. Ach, baust du eine Formel Schweins Strecke, ja? Nun, noch nicht, aber ich will eine bauen.
Okay. Also es gab ja schon mal Ideen. Siehst du? Ich habe mich hier verlaufen. Hier können wir nicht lang. Ich meine, es gab ja schon mal Ideen, welche in den Eisspitzen zu bauen. Okay. Also, Lava. Das war ja, glaube ich, war das letztes Jahr, glaube ich. Oder ist schon länger her, wo ich mal so meinte, Eisspitzen können doch auch lustig sein, auf dem Eis rumfahren und so. Ach so, ja. Wo Cian damals meinte, ja, wenn ich will, kein Problem, man könnte da gerne eine Strecke hinbauen. Die Frage ist halt, wie spannend es dort wirklich ist. Es ist halt kalt. Ja. Und nicht alle. Lava. Aber es wäre halt schon ein bisschen Infrastruktur da. Es gibt ja schon das Gasthaus. Mit der Pegasus kommt man gut hin. Mit der Pegasus kommt man sehr gut hin, ja. Genau. Sind wir immer noch auf dem Weg Richtung Westen? Ja. Oder ich baue bei mir eine. Gut, ich denke, bevor du bei dir eine baust, solltest du erstmal irgendwas bei dir fertigstellen, zum Beispiel die Mauer mal. Ja, aber ich sehe, wir haben jetzt so, wenn wir mehr Strecken haben. Bis jetzt, wir haben ja noch nicht so viele funktionstüchtige Strecken eigentlich. 3 Stück. Ja. Quasi Hundsgrab. Hexenwacht, quasi kriegt den Feinschliff jetzt. Stimmt, Hexenwacht wird gerade ja umgebaut ein bisschen. Genau. Würden die eben. Und ansonsten war ja dann nur noch Schlangenstein. Das waren die einzigen, die fertig waren. Bocksprung hat ja angefangen, aber die ist aber bis noch nicht fertig, wirklich. Habe ich ja letztens in der Folge erzählt, dass da gerade ziemlich ruhig geworden ist, auch in Schlangenstein. Ja, gut, Schlangenstein. Das ist leider länger schon ruhig, aber vielleicht ändert sich es mal. Das ist halt auch immer eine Zeitsache. Matrix. So, also wir sind jetzt 2050 Blöcke von Falkensteiner Tor entfernt. Ja, dumme Schurke ist halt auch ruhig. Alle sind umgezogen. Darkseid ist umgezogen. Ja, irgendwie ziehen alle um. Alle ziehen um und dann dauert das halt wieder, bis du wieder gescheites Internet hast, alles aufgebaut hast. Eben, und die nicht umziehen, von denen kommt halt was. Genau, die haben halt keine. Na ja gut, doch, eigentlich. Zeron hat ja eine Strecke. Genau, Zeron hat ja also seine Strecke. Da sind wir auch schon gefahren. Da war ja schon das erste Rennen. Eben. Aber halt insgesamt wären es nur 3 und rum. Wenn noch der eine oder andere dazukommen würde, dann wäre es sicher lustig. So, ich weiß nicht, wie weit wollen wir noch? Jetzt sind wir 2130 entfernt. Gut, wäre schön, immer wieder Fläche zu sehen. So, wir sind, genau. Und noch ein bisschen rennen, dann sind wir auf minus 2000. Hier ist komischerweise Lava, Sandstein, Seensand. Das war dann oben minus 16.000. So. Du wolltest mal wieder Land sehen, erste Land. Genau, und viel Lava. Ja, ich würde einfach sagen, wir buddeln uns noch ein bisschen weiter. Oder willst du hier lang gehen? Ich weiß nicht. Ich wollte nur schauen, kann man überhaupt, könnte man da weiter? Ansonsten. Ansonsten buddeln wir uns hier nämlich weiter. Ja, nee, Formelschweins. Ich habe jetzt überlegt, ob ich auch eine Strecke mache, aber nein. Nö. Ich habe vielleicht vor sowas wie. Ja, ich habe aber vielleicht vor sowas wie. Matrix-Schlange hat hier so am seinem Ringsee. Genau. Ich habe auch in der Nähe so einen großen Ringsee. Da
Da könnte man sowas machen, aber das ist alles Zukunftsmusik. Genau, da müsste man sich überlegen, wie man das macht. Ja. Weil die Boote mit alle unzerstörbar sind. Wie man da Spannung quasi reinbringt. Mhm. Gut, die Boote sind doch unzerstörbar, oder? Ja, das meine ich ja. Beim letzten Rennen am Ringsee, da waren sie noch zerstörbar. Du musstest immer aufpassen, wie du fährst, damit du dein Boot nicht kaputt machst. Mhm. Das fällt ja jetzt quasi weg. Du fährst quasi nur mit dem Boot. Du kannst doch nicht schneller oder langsamer fahren, wie bei den Schweinen, wenn du drauf reitest. Nicht? Das Boot hat ja, glaube ich, nur eine Geschwindigkeit. Aber kann man nicht mit Spinnfäden oder sowas sowas simulieren? Also und dann mit einzelnen... Oh, hier ist Lava. Also und dann mit einzelnen... Ja. Wie nennt man das? Mit einzelnen... wenn man zum Beispiel im Wasser einzelne Eisdinger reinmacht, dass man dann dadurch schneller wird. Also das müsste man testen. Wie gut das funktioniert aktuell. Und es gibt, glaube ich, auch keine wirklichen Regeln dafür bis jetzt. Oh, was eine Punktewertung betrifft oder so. Mhm. Ja. So. Boah. Heftig. So. So, wir sind jetzt 2300 entfernt von Falkenstein. Mhm. Das geht doch, oder? Oh, wir können noch ein paar. Blöcke weiter und dann können wir ja bald das Tor aufbauen, oder? Mhm, ja. Ich glaube, ich komme langsam in Teile, wo es wieder interessant sein könnte. Was sagt denn die Minimap? Die Minimap sagt, hier ist viel los. Viel los, aber nicht so viel. Oh, hört wen. Mhm. Aber wir sehen ihn nicht. Was wir nicht sehen, kann uns nicht angreifen. Richtig. Wir sehen es nicht, wir sehen es nicht. Du da, du da. So. Wobei, auf der Minimap habe ich ihn gesehen. So. Minimap war vorher da irgendwo vorne in der Lava zu sehen. Es ist auch gerade abgetaucht. Okay, und wir müssten jetzt irgendwie mal. Na, darüber kommen. Kommen wir nicht. Da hinten aber, ne? Mhm. La 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 la. Alles gut, nichts passiert. Alles wird alles bestens. Meistens. Oh. Lava. Lava, Lava? Mhm. Wenn wir runterspringen würden. Oh, ich sehe es. Muss man was essen. So. Ach, hier ist ein Loch. So, gestopft. Und ist hier auch Lava? So. Ne, hier ist keiner. Okay. Zack, 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 zack. Hallo. Na. No. Also wo sind wir hier gelandet? Ich kann es dir leider nicht sagen. So. Auf jeden Fall eine ganz schöne Ecke. Mhm. 2425, ja, dann geben wir noch ein paar Blöcke, damit wir 2500 weg sind. Ja. Das Portal bauen und schauen wir mal, wie wir damit rauskommen. Das ist uncool hier. Die müssen weg. Huch. Huch.
Aber es ist natürlich schön als indirekte Beleuchtung, ja? Ja, ja. Das stimmt allerdings. So, wie weit? 2460. Oh, hier ist eine Höhle. Jetzt nicht mehr. Ah ja, da hinten kommen wir bald wieder bei der Lava raus. Ja, hier ist Lava. Genau. Da renne ich auf der Minimap gesehen. Und ein Gas fliegt irgendwo und so. Da sollten wir aufpassen. Dann würde ich sagen, hier machen wir ja das Portal hin, oder? Jupp. Jo, machen wir es hier. Dann schauen wir mal an. So, war es noch ein bisschen höher hier. In der Hoffnung, dass hier keine Lava runterkommt. Schaut gut aus. So, noch ein Stück höher. So. Und dann machen wir es hier noch ein bisschen breiter. Okay, dann baue ich jetzt das Ding auf. Yep. Bin ich gespannt, wo wir jetzt. Na, jetzt habe ich es weggeworfen. So. Mal was Schönes entdecken. So, Eins, zwei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Die Ehre gebührt dir. Yep, dann packe ich mein Feuerzeug aus. So, schnibbeltlich schnappen. Und dann gehen wir durch. Genau. Hopp. Wobei, wir könnten noch einen kleinen Killfänger machen. Aber du bist jetzt eh schon durch. Ich komme auch. Du willst nicht wissen, wo wir gelandet sind. Oh nein, will ich wirklich nicht. Ach du Scheiße. Genau. Ach du. Wobei es auch eine coole Stelle, um die Folge zu beenden. Ja, wir sind jetzt mitten im Nirgendwo. Okay, da würde ich wirklich sagen, wir sollten die Folge hier beenden, oder? Genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.